So, nun an meiner Seite Werner Heuer, Staatsminister im Auswärtigen Amt. Schönen guten Tag, schön, dass Sie ein bisschen Hallo. Zeit gefunden haben. Ich freue mich. Ich mir auch. Herr Heuer, eine Frage habe ich, und zwar zum Thema, zum großen Thema Leitanträge. Es sind ja drei abgegeben worden, also die großen Themen, zumindest Europa, Energie und Bildung. Zum Thema Europa, da sind verschiedene Alternativen mit eingebaut worden. Zu welcher Alternative tendieren Sie denn und welche Alternativen sind das überhaupt? Ich glaube, wir müssen uns hier klar positionieren als eine Partei, die zu Europa steht, die diesen Prozess über Jahrzehnte begleitet hat, die da auch kompetent ist auf dem Gebiet, das Thema weiterentwickeln will. Das ist ja nicht nur ein Vergangenheitsthema, was uns Frieden und Freiheit und Wohlstand gebracht hat, sondern wir müssen es auch in dieser Hochgeschwindigkeitsglobalisierung jetzt weiterentwickeln und die Organisation der Selbstbehauptung der Europäer der Globalisierung hinbekommen. Darauf müssen wir dann auch entsprechende kompetente Antworten geben. Und ich bin schon ein bisschen beunruhigt, wenn ich sehe, wie leichtfertig man so mit der Personenfreizügigkeit jetzt umgeht, Schengen in Frage stellt oder wie in manchen Ecken Europas der Nationalismus wieder fröhlich Urständen feiert. Das hat man alles geglaubt, mit Europa überwunden zu haben. Also da müssen wir uns klar positionieren. Da gibt es eine wesentliche Frage, nämlich brauchen wir eine Weiterentwicklung der Absicherung der Währung. Diese Währung war in den letzten 10 Jahren sehr erfolgreich, das darf man nicht übersehen. Sie ist sehr inflationsresistent, wir haben eine Geldwertstabilität, die ist unerwartet gut und nach außen ist der Wert ja eher zu stark als zu schwach. Also von daher ist es prima, aber wir haben gemerkt, da ist ein Konstruktionsmangel drin, weil offenbar wir in der Wirtschafts- und Währungsunion zu viel Währung und zu wenig Wirtschaft haben. Also wir müssen die Wirtschaft und Haushalts- und Finanzpolitik besser zusammenbringen in Europa. Und insbesondere die teilweise doch beachtliche Neigung zur Überschuldung abbauen. Da sind wir jetzt europaweit dabei, da sind wir auf gutem Weg. Und gleichzeitig müssen wir die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Länder stärken, denn der Benchmark für uns ist der Weltmarkt. Darum geht es. Und jetzt müssen wir sicherstellen, dass bei dieser Entwicklung dieses Systems wir so auch ordnungspolitische Grundprinzipien beachten, dass zum Beispiel jeder für seine eigenen Schulden Verantwortung trägt, dass man die Haushaltsrechte des Deutschen Bundestages nicht aushebelt. Wir haben versucht, mal in dem Leitantrag des Bundesvorstandes hier auch die Bedenken der Euroskeptiker aufzugreifen und verantwortlich zu beantworten. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Deswegen kämpfe ich natürlich darum, dass dieser Antrag auch eine Chance auf diesem Parteitag bekommt. Dann wünsche ich noch viel, viel Erfolg dafür. Ist auf jeden Fall wichtig und noch viel Erfolg hier auf dem Parteitag.